Konzept des Sicherheitsabkommens in der modernen Zeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und haltet die Verpflichtung, denn über die Verpflichtung muss Rechenschaft abgelegt werden. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist, der sagte, die besten Anbeten, Dienenden Allahs sind diejenigen, die ihr Abkommen halten. Und nun zum Thema. Der Islam ist eine Religion der Sicherheit, des Friedens, der Pietät und Wohltätigkeit. Zweifelsohne ist das Halten des Abkommens ein großartiger menschlicher Wert, mit dem das Vertrauen und die Sicherheit unter den Menschen verwirklicht werden. Die Sicherheit gehört zu den wichtigsten Gnaden, vielmehr ist die wichtigste Gnade darunter. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer von euch in seiner Familie und Gruppe sicher, in seinem Körper gesund ist und die Nahrung für seinen Tag besitzt, der ist, als ob er die ganze Welt im Besitz hätte. Die Sicherheit gehört indes zu den großartigsten Gnaden, die Allah der Majestät seinen Anbeten dienenden leiht. Der Gepriesene sagt, für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Der Koran verbindet die Sicherheit mit dem Glauben sowie mit dem Bewahren dieser Gnade und dem, dass man es weder verleugnet noch bestreitet. Indem der Gepriesene sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss, ihre Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar, so ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Wir haben in der Gegenwart um uns eine Lehre, und zwar, wenn wir den Zustand solcher Staaten betrachten, die sich in die Klauen des Chaos, Zerfalles und der Zerstörung eintauchten, sei es in Form von einem Flüchtlingen, der unzählbaren Gefahren ausgesetzt ist, oder vertrieben, inhaftierter, blockierter, Märtyrer, Toten, Verletzter, Invaliden, Krüppel oder Behinderten, wo wir die verbreitetsten Terroristen dieses Zustand des Chaos und Zerfall ausnutzen gesehen haben, die menschlichen Grenzen beim Vernichten bzw. Angriff an den Menschen zu überschreiten, sei es Verbrennen, Schleifen zum Tode, Gefangen nehmen, Vergewaltigung oder Beerdigung der Menschen lebend, was uns stark dazu führt, die Gnade Allahs des Majestäten bzw. die Sicherheit und Stabilität zu bewahren. Um diese Gnade zu bewahren, sind zwei Angelegenheiten zu beachten. Nämlich, erstens, dass wir Allah dem Majestäten gegenüber dankbar sind, wobei der Gepriesene sagt, und als euer Herr angekündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Die Dankbarkeit betrifft nicht nur das Vermögen, sondern auch alle anderen Gnaden. Zweitens, das sich vereinigen und begreifen dessen, wie groß bzw. schwer die Herausforderungen, die uns betreffen, sind. Wir sollen auch diejenigen schwer bestrafen, die zum Ermord, Vergießen des Blutes, Chaos und dem Zerfall aufrufen. Diejenigen, die zum Angriff an die Polizisten und an den öffentlichen Unternehmen aufrufen. Darüber hinaus sollen wir auch bestätigen, dass jene Verbrecher dem Verdacht des größten Verrats ausgesetzt werden sollen. Denn solche Verräter sind der heimliche Sicherheit und Stabilität gegenüber am Gefahrlisten, weil sie sich unser Kleid anziehen, unser Essen essen und trotzdem uns von hinten niederstechen. Vielmehr sind sie die Augen unserer Feinde. Man soll indes die ausländischen Finanzierung und die Zeichen des plötzlichen und erhöhten Reichtums bei denjenigen betrachten, die ihre Religion, Heimat, Familien und noch ihre Menschlichkeit für einen Spottpreis verkaufen.
während sie glauben, dass sie die Gesellschaft betrügen können. Im Koran steht, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Wenn einige von ihnen in der Lage gewesen wären, einige Menschen für eine Weile zu betrügen, ist es bestimmt unmöglich, alle Menschen für immer zu betrügen. Der Gepriesene sagt, und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechen. Doch wie geht der Islam mit den anderen Gläubigen um? Gewährleistet der Islam den Anhänger anderer Religionen, ihre Identität zu wahren? Die 14. Jahrhunderte andauernde Geschichte des islamischen Staates hat bewiesen, dass der Islam Andersgläubige weder unterdrückt noch von ihnen verlangt, ihre Identität aufzugeben. Beispielsweise wurde niemand dazu gezwungen, sich etwa zur Scharia zu bekennen, im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, die fortlaufend von den Muslimen fordert, sich zum Grundgesetz zu bekennen. Dabei geht es wohlgemerkt nicht darum, sich an das Grundgesetz zu halten. Denn es ist dem deutschen Staat durchaus bekannt, dass sich gläubige Muslime an das Gesetz halten. Es geht vielmehr darum, dass die Muslime von ihrer Überzeugung ablassen sollen, dass Allah der Erhabene, der einzig rechtmäßige Gesetzgeber ist. Somit geht es bei ihnen Bekenntnis stets um eine Glaubensangelegenheit. Der Islam bietet Angehörigen anderer Religionen Freiraum zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten, behandelt sie auf gütige und gerechte Weise. Und niemand muss mit der Angst leben, er könne seine Identität verlieren. Nun mag man sich die Frage stellen, wieso der Islam einerseits anderen Religionen Freiraum gewährt und gleichzeitig seine Verbreitung auf dem gesamten Globus anstrebt. Wieso ermöglicht das Kalifat ein Zusammenleben verschiedener Religionen, wo es doch seine Herrschaft und seine Ideologie über die gesamte Welt erstrecken mochte? Diese Frage wollen wir in diesem Artikel beantworten, beziehungsweise in diesem Predigt beantworten. Und auch anhand dieses Aspekts die Wichtigkeit für das Vorhandensein eines islamischen Staats nicht nur für die Muslime, sondern auch für die gesamte Menschheit aufzuzeigen. Allah der Erhabene hat den Koran hinabgesandt, um alle Fragen und Probleme des menschlichen Lebens zu lösen. So hat er der Erhabene auch die Frage bezüglich der Koexistenz der Religion beantwortet, indem der Erhabene Nicht-Muslime im Kalifat den Status von Zimmis, also Schutz, Befohlenen verliehen hat. Aufgrund der rechtschaffenen Pflicht gegenüber Allah der Erhabene am Tage des Gerichts wird sich ein jeder Muslim strengest davor hüten, die Rechte von Zimmis zu beschneiden, wie er sich ebenso davor hütet, irgendein anderes göttliches Gesetz zu verletzen. Nur weil es sich bei den Zimmis zu nicht-muslimischen handelt, bedeutet das nicht, dass der Muslim die Gesetze Allahs weniger achtet. Wie wichtig ist es, die Rechte eines Zimmis zu achten, verdeutlicht uns der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen, indem er sagte, wer einem Schutzbefohlenen Leid zufügt, so bin ich sein Gegner. Und wessen Gegner ich bin, dessen Gegner werde ich am Tag der Auferstehung sein. Zudem hat Allah der Erhabene deutlich gemacht, dass einem jeden Nicht-Muslim der Schutz seiner Identität gewährt werden muss,
indem der Erhabene sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Somit ist jeder Nicht-Muslim davor sicher, sich seiner Religion zwangsweise zu entledigen und kann sich frei entscheiden, zu welcher Religion er sich bekennt. Außerdem werden sie dadurch weder in ihrer Religionsausübung gehindert noch gestört. Auch stehen ihre Kirchen, Synagogen und Tempel im Schutze des islamischen Staats, wodurch sie auch in der Gemeinschaft ihre Religion ausüben können. Zudem müssen sie nicht befürchten, aufgrund ihrer Religionsausübung ausspioniert zu werden, da Spionage im Islam verboten ist. Durch das Dhimmis-Gesetz haben Nicht-Muslime im Grunde die gleichen Rechte, also die gleichen Rechte, wie auch die Muslime erhalten. So können sich auch Nicht-Muslime an der Politik beteiligen und das tägliche Leben mitgestalten, sich an die gleichen Universitäten wie die Muslime Wissen aneignen und Besitz durch Handel mit Muslimen der Nicht-Muslimen erwerben. Zudem sind die Schutzbefohlenen vom Militärdienst befreit und müssen sich nicht am Krieg gegen andere Staaten beteiligen. Jedoch ist es ihnen gestattet, mitzuwirken, wenn es ihrem Willen entspricht, werden aber nicht dazu gezwungen. Auch wenn die Nicht-Muslime sich nicht am Krieg beteiligen, so ist es ihnen dennoch aufgrund ihres Dhimmi-Status der Schutz der Muslime vor feindlichen Übergriffen sicher und müssen nicht in ständiger Angst leben. Mit den Muslimen werden nicht wie im Westen umgegangen, indem man in Ghettos abschiebt und sie von den Muslimen absondert. Sie dürfen in Stadtbezirke ziehen, in denen sie unter ihresgleichen sind, können aber auch Tür an Tür mit Muslimen leben und müssen nicht mit Belästigung durch einen muslimischen Nachbar rechnen. So sagt der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, Jibril legte mir immer wieder den Nachbarn ans Herz, bis ich dachte, er würde ihm einen Anteil am Erbe zuschreiben. Ein Nicht-Muslim muss im Grunde nur eine Steuer an den Staat abgeben. Die Jizya, also Schutzsteuer. Während Muslime die treue Zakat entrichten müssen, werden die Nicht-Muslime durch die Jizya entlastet. Wobei nur die Reichen unter ihnen gezwungen sind, diese abzugeben. Nicht-Muslime, die nicht imstande sind, die Jizya zu bezahlen, werden davon befreit. Außerdem werden immer wieder Überschüsse, die der Staat angesammelt hat und nicht benötigt werden, an die Bürger verteilt. Dabei wird kein Unterschied zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim gemacht. Man erkennt nur, dass der Islam all diese Probleme, die einem Zusammenleben der Religionen im Weg stehen könnten, beseitigt und keine diesbezügliche Frage offen gelassen hat. Es ist ganz klar deutlich geworden, dass allein der Islam es vermag, ein zufriedenes Miteinander zu schaffen. So sind wir alle bemüht, uns um die Wiederrichtung eines zutiefst gerechten islamischen Status mit all unserer Kraft einzusetzen. Möge Allah uns die Ehre geben, zu denen, die dies vollbringen, zu gehören. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Der Islam ist eine Religion der Verbundenheit und Harmonie, der Brüderlichkeit und Solidarität. Er ist eine Religion, die seine Anhänger zur Liebe aufruft und die Gemeinschaft dazu beschwört, das Band der Beziehungen sowohl unter ihren Kleinen als auch ihren Großen zu stärken. Er hat die Beziehung zwischen den Geschöpfen auf gegenseitiger Barmherzigkeit und Mitgefühl aufgebaut. Der Makellose sagt, O ihr Menschen, wir haben euch wahrhaftig von Mann und Frau erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch einander kennenlernt. Die Person, zu deren gütiger Behandlung sowie zu deren gutem Umgang und äußerstem Wohlwollen der Islam am meisten aufruft und vor dessen Störung und Kränkung er am stärksten warnt, ist der Nachbar.
Aufgrund ihres authentischen Ursprungs und ihrer guten Erfahrung hatten sich die Araber im Islam und in der Zeit der Ignoranz und Unwissenheit dieser Sache verschieben. Sie rühmten sich sogar mit der guten Nachbarschaft und werteten das Haus dem guten Benehmen des Nachbarns entsprechend. Sie widmeten sich der Auswahl des Nachbarn vor dem Kauf des Hauses. Der Islam kam, um diesem Nachbar sein enormes Recht zu sichern. Der Makellose gibt in seinem ehrwürdigen Offenbarungsbuch folgenden Rat: und dient am Betend Allah und gesellt ihm nichts bei, und den Eltern liebvolle Güte, und den Verwandten und den Weisen und den Bedürftigen und dem nahen Nachbarn und dem fernen Nachbarn und dem Gefährten an der Seite. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, teilte uns mit: der beste Gefährte bei Allah ist der Beste zu seinem Gefährten, und der beste Nachbar bei Allah ist ihr Bester zu seinem Nachbarn. Der weise Gesetzgeber hat die Belästigung des Nachbarn zu einem Grund für das Betreten des Höllenfeuers gemacht, selbst wenn die Person gehorsame Taten und ihre Anbetungshandlungen verrichtet hat. In einem Hadith sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen: O Gesandter Allahs, die und die Frau wird wegen ihrer vielen rituellen Gebete, ihres zahlreichen Fastens und ihrer häufigen Almosen erwähnt. Allerdings belästigt sie ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Der Gesandte Allahs sagte, sie ist im Höllenfeuer. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, verneinte das Glauben desjenigen, vor dessen Übel seine Nachbarn nicht sicher sind, und sagte: bei Allah, er ist nicht gläubig, bei Allah, er ist nicht gläubig, bei Allah, er ist nicht gläubig. Man fragte: wer, o Gesandter Allahs? Der sagte: der dessen Nachbarn nicht vor seinem Unheil sicher sind. Der Muslim ist der, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. All dies gilt als Erinnerung an die Bedeutung des Nachbarn, an dessen erhabene Position und Stellung. Was machst du, Armer, wenn du vor dem Herrn der Welten stehst und dein Nachbar sich über dich beschwert und sagt: O Herr, mein Nachbar hat mir das mir zustehende Recht der Nachbarschaft nicht gewährt und sich mir gegenüber nicht ordentlich verhalten. Er hat mich mit seinem Auge belästigt, indem er die weiblichen zur Heirat verwehrten Mitglieder meiner Familie anblickte. Er hat mich mit seinem Gehör belästigt, indem er sich meiner Geheimnisse annahm. Und er hat mich mit seiner Zunge belästigt, indem er sich über meine Fehler lustig machte. Zu den Rechten des Nachbarn gegenüber seinem Nachbar gehört weiterhin, dass er dessen Situation einschätzt, sich einen Überblick über dessen Situation und sein Leben verschaffen und ihn somit vor der Erniedrigung bewahrt, zu betteln, wenn er arm oder bedürftig sein sollte. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: wer die Nacht satt verbringt und sein Nachbar zu seiner Seite hungrig ist und er weiß über ihn Bescheid, hat nicht an mich geglaubt. Dieses Recht verstärkt sich, wenn der gesegnete Monat Ramadan anbricht und seine süßen Tage und Nächte sich um unserem Tal niederlassen. Wenn sich jeder um seinen Nachbarn kümmern und seine Situation kennen würde, würde sich zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft ein Klima der Brüderlichkeit ausbreiten und die Wolken der Liebe würden sich über die Herzen der Kleinen und Großen legen. Sie würden das beste Leben führen, unglücklich und herzlich das Leben würden verschwenden. Möge Allah der Majestät uns dazu verhelfen, die Rechte des Nachbarn zu erfüllen. Möge er uns seinen ausgewählten und reinen Anbetendienenden helfen lassen. Aller Lobpreis gebührt Allah dem Herrn der Welten.